Ich grüße euch und schön, dass ihr zu einem weiteren Zelda-Video eingeschaltet habt. Im heutigen Video widmen wir uns mal einer Anfangsrüstung bzw. einem Anfangsoutfit, was euch das Leben in der Welt von Zelda so einiges erleichtern wird. Ich zeige euch das einmal ganz kurz auf die Schnelle, worum es überhaupt geht. Und zwar geht es um diese drei Sachen. Wir haben hier auf jeden Fall mehr Angriffskraft und mehr Abwehr. Wir haben insgesamt eine Abwehr von 9. Und das schon fast direkt am Anfang, würde ich sagen. Klar, ihr müsst da was für tun, aber es geht eigentlich relativ schnell. Und sobald ihr das hier habt, dann habt ihr es definitiv auf jeden Fall leichter. Dieses Set hier, alte Winterhose, Kälteschutz, solltet ihr ebenfalls auf jeden Fall mitnehmen. Das bekommt ihr noch im Himmel. Ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel, glaube ich, die dritte Fähigkeit bekommen habt oder so und sie dann auch nutzt, also Deckensprung, dann findet ihr direkt schon diese eine Kiste. Das ist storybedingt und daher findet ihr diese auf jeden Fall. Die sollt ihr auf jeden Fall nicht verkaufen. Behaltet die, alles andere könnt ihr verkaufen, sobald ihr die anderen drei Sachen habt, ja. Und ich zeige euch natürlich in diesem Video kurz zusammengefasst, wie ihr an diese Rüstung direkt rankommen könnt. Allerdings solltet ihr von der Story her direkt erstmal hier angekommen sein, ja, und zwar im Spähpfosten. Da kommt ihr halt erstmal rein, wenn ihr im Himmel erstmal alle vier Fähigkeiten habt und dann kommt ihr hier zum Spähpfosten ganz automatisch und dann solltet ihr diesen Turm freigeschaltet haben. Aus folgendem Grund, wenn ihr den nämlich freigeschaltet habt, bekommt ihr halt euren Gleiter und sobald ihr diesen Gleiter habt, könnt ihr dann auch erst diese Rüstungsteile euch holen, die ich euch jetzt hier zeige. Und solltest du Bock drauf haben, dann würde ich sagen, lehn dich zurück, hol das Popcorn raus und viel Spaß. Im Spiel angekommen, widmen wir uns erstmal als allererstes der Hose. Und zwar hier ist der Spähpfosten. Wenn wir jetzt hier so links langsam runtergehen, ja, sehen wir dann genau hier meinen jetzigen Standort und genau da solltet ihr hingehen. Da müssen wir auf jeden Fall jetzt gleich was machen. Hier kommt dann eine riesenlange Brücke und hier sollten wir dann einmal quer drüber laufen, bis wir am Ende endlich angekommen sind. Und sobald wir dann auch angekommen sind, dann seht ihr dieses Loch hier. Und direkt beim Loch einmal kurz abwarten wegen den ganzen Fledermäusen. Und dann können wir ganz normal einmal hineinspringen. Hier könnt ihr den Gleiter schon mal benutzen. Ja, hier habe ich es jetzt nicht gemacht, weil ich wusste, wie ich zu springen habe. Und dementsprechend bin ich nicht gestorben und bin dann erstmal im Wasser angekommen. Und eins empfehle ich euch, wenn ihr jetzt schon in der Höhle seid, durchsucht erstmal wirklich alles, denn ihr findet auf jeden Fall echt coole Ressourcen, die euch natürlich sehr nützlich sein können im späteren Spielverlauf. Und wenn wir dann alles abgesucht haben, kommt dann so ein Strang, ja, so sieht das aus. Und hier seht ihr dann eine kleine Mauer, würde ich mal sagen, mit Wurzeln. Und hier brauchen wir auf jeden Fall eine scharfe Waffe, sprich ein Schwert, eine Klingenwaffe, damit wir das Ganze dann aufschlagen können. Und erst dann können wir dann hier normal durchlaufen. Und dann seht ihr hier schon eine Wurzel. Und diese Wurzel müssen wir komplett hochkrabbeln. Und es dauert ein klein wenig. Hier brauchen wir auf jeden Fall Geduld. Immer schön hochkrabbeln, unterwegs, immer die ganzen Ressourcen einsammeln, bis wir endlich beim Ziel angekommen sind. Und nachdem wir endlich oben sind, sehen wir dann wieder so eine kleine Wurzelmauer. Wir nehmen wieder unsere Klingenwaffe, zerschlagen das Ganze und dann sehen wir schon die Truhe mit unserer gewünschten Hose, die wir brauchen. Und diese Hose hat auf jeden Fall mehr Angriffskraft und hat eine Defensive von 3 direkt mit. Und das zum Thema der Hose. Und weiter geht's mit der Rüstung. Wenn wir jetzt wieder vom Spähposten ausgehen, ja, so sieht das aus. Gehen wir links hoch, also so leicht schräg links hoch. Sieht euch das mal komplett rein. Ja, und ja, ich bin da einmal ganz kurz gestorben. Daher solltet ihr mal ein bisschen aufpassen. Aber genau da ist eine Höhle. Und zu dieser Höhle müssen wir auf jeden Fall vorstoßen. Und wenn wir dann kurz davor angekommen sind, sieht das Ganze dann halt auch so aus. Hier seht ihr die ganzen Berge und von hier aus könnt ihr dann eigentlich komplett lang springen. Hier scroll ich noch einmal rein. Hier ist der Spähposten. Hier stehe ich dann
Und dann da kann ich dann direkt zur Höhle rüber gucken und von hier aus rüberspringen. Wir gleiten dann ganz normal rüber und da oben seht ihr es schon leuchten, ja, und da sollten wir hin. Und eins kann ich euch sagen, hier bekommt ihr enorm viele Ressourcen. Ja, da es ja halt eine Höhle ist und in der Höhle geht es ordentlich schon ab. Daher solltet ihr auf jeden Fall ja schon mal einen Steinhammer parat haben, denn wie ihr jetzt hier gerade seht, können wir hier auf jeden Fall so einiges abbauen. Nicht nur außerhalb, sondern ebenfalls auch innerhalb der Höhle. Und wenn wir dann einen gewissen Fortschritt in der Höhle erreicht haben, ja, sieht das Ganze so aus. Einmal solltet ihr die Höhle komplett durchsuchen und in der Mitte der Höhle ist ein Boss. Den könnt ihr komplett ignorieren oder auch platt machen. Da müsst ihr nur auf seinen Rücken steigen und dann dementsprechend den Kristall zerstören. Aber das ist jetzt erstmal Nebensache. Ihr geht genauso wie ich jetzt gerade immer schön rechts und jetzt seht ihr hier oben rechts in der Wand was leuchten. Und das müssen wir aufsprengen. Und da müssen wir nämlich rein. Und da, seht ihr schon, hat sich jetzt ein Loch geöffnet. Wir gehen dann einmal hin und gehen dann ebenfalls rein. Ihr solltet unterwegs auf jeden Fall die Donnerblumen haben, damit ihr natürlich logischerweise das wegsprengen könnt. Ist auf jeden Fall leichter. Und sobald wir dann drin sind, sehen wir dann ebenfalls nochmal Ressourcen. Und ja, da vorne leuchtet schon wieder eine schöne Kiste. Und diese Kiste öffnen wir und da ist dann unsere Rüstung drin, ebenfalls Dreierabwehr und ebenfalls erhöht dies unsere Angriffskraft. Und wenn wir jetzt beides schon angelegt haben, haben wir dann jetzt schon mal jeweils zweimal Angriffskraft extra plus insgesamt 6 defensive Punkte. Und das kann sich bis jetzt schon sehen lassen, wenn man bedenkt, dass das gerade für den Anfang eigentlich noch recht einfach gestrickt ist. Daher solltet ihr auf jeden Fall diese beiden Sachen definitiv schon direkt am Anfang einmal holen. Und da wir jetzt die Rüstung und die Hose schon haben, fehlt natürlich eine Kapuze und die zeige ich euch jetzt. Und für die Kapuze gehen wir direkt wieder zum Spähposten und die kriegen wir eigentlich relativ easy. Allerdings solltet ihr die ein oder anderen Ressourcen schon gefarmt haben. Denn wir brauchen jetzt Rubinen. Und wenn wir beim Spähposten sind, können wir einmal hier direkt zum Laden gehen. Und beim Laden können wir dann unsere Kapuze kaufen. Und da ist die. Und diese Kapuze gibt uns 3 defensive Punkte, kostet allerdings 70 Rubinen. Und solltet ihr diese Rubinen nicht haben, dann verkauft auf jeden Fall ein paar Ressourcen, denn für eure Ressourcen bekommt ihr auf jeden Fall gutes Cash. Und das ist auf jeden Fall die beste Anfangsrüstung bzw. der beste Anfangsoutfit, was euch so begegnen kann. Und ihr bekommt es ja relativ easy, wie ihr seht. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Wenn ja, bleibt direkt mit einem kostenlosen Follow da und einen Daumen nach oben wäre auch richtig, richtig nice. Und schreibt mal in den Kommentaren, wie weit ihr jetzt gerade seid. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. FreigeistTV ist raus. Ciao, ciao.